Hallo zusammen und willkommen bei den Screenshooters, willkommen bei einer weiteren Flashback-Ausgabe. Wir schauen uns heute auf dem ZX-Spectrum Bombcheck an. Für andere Systeme haben wir uns das ja schon angeguckt und ich dachte mir, warum dann nicht auch mal direkt hier für den ZX-Spectrum? Da wurde es im Jahr 1986 für portiert, wie eigentlich auch für den C64 und C16 und ich weiß gar nicht, was war es noch. Ich glaube Amstrad CPC, genau. Später kamen noch Versionen für den Atari, für den Amiga, für den Gameboy und raus. Aber da sind wir jetzt ja gerade nicht. Wir sind beim ZX-Spectrum. Worum geht es hier? Ja, ich lese mal ganz kurz nochmal vor für die, die es nicht kennen. Bombcheck ist ein Arcade-Spiel aus dem Jahr 1984, das von Tekken entwickelt wurde. In diesem nicht scrollenden Plattformspiel geht es darum, auf dem Spielfeld verteilte Bomben zu berühren und diese dadurch zu entschärfen. Ja, man muss die Bomben einfach nur entschärfen. Da fliegen natürlich auch noch so ein paar Gegner rum. Und das gucken wir uns einfach mal hier an. So, Select Option, wir spielen mit Campston, das ist der Joystick, Pay, wir sind ein Spieler, dann springen wir mal rein. Ja, das Bild kennen wir eigentlich von den anderen Bombcheck-Spielen. So, wenn man eine Bombe berührt, dann gibt es hier andere verteilt auf dem Spielfeld, wo oben drüber die Lunte zündelt. Und in der Reihenfolge, wie die zündeln, kann man sie einsammeln, sollte man sie sogar einsammeln. Weil das gibt dann mehr Punkte. Bam, bam, seht ihr hier 200 Punkte. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, da sind die Gegner. Und ich habe mich auch direkt erwischen lassen. Die Gegner, die uns das Ganze natürlich ein bisschen schwerer machen. Soll ja kein Kinderspiel hier sein, ne? So, jetzt fliegen wir mal einmal von oben nach unten durch. Zack, 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 zack. Und drei Stück noch. Warten wir mal ein bisschen, bis die Gegner hier zu uns runterkommen. Und dann springe ich hoch. Upp. So, das war dumm. Aber wir meistern das. Diese Bonusgegenstände, das, was gerade da rumflog, das P, das bewirkt, dass zum Beispiel dann ein Gegner oder alle Gegner an der Ort und Stelle, wo sie gerade sind, an dem Ort und der Stelle, an dem sie sind. Wir machen es mal, wir sammeln es hier ein, da kommt es runter. Bam. Scheiße. Da habe ich mich hier selber ein bisschen ins Aus manövriert. Ja, wenn man das P eingesammelt hätte, dann wären alle Gegner eingefroren worden, wären an der gleichen Stelle, an der sie gerade waren, stehen geblieben. An der gleichen Stelle. Oh, da ist es. Bam, da seht ihr es. Sie werden zu so Smileys. Und dann kann man die berühren und einsammeln auch. Die Bonuspunkte. Bam, bam. Ups. So, springen mit dem Feuerknopf. Und wenn man den Feuerknopf ein paar Mal drückt, dann ist man in so einer Art Schwebezustand. Enter your name. Naja. Lassen wir mal jetzt hier so. Wir machen noch eine Runde. Campton ist noch ausgewählt. Ein Spieler. Dann steigen wir mal ein. Also, wenn man Feuerbutton drückt, dann schwebt er quasi. Je nachdem, wie schnell man drückt, hat man Dauerfeuer. Dann kann man es wirklich schaffen, dass unser Bombcheck hier an Ort und Stelle schwebt. Bam! Bam. Jetzt sammeln wir mal eben schnell hier oben alles ein. Tritt. Machen den auch platt hier mit. Tack, 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 tack. Die Bümpchen noch einsammeln. Hier. Und geschafft. Nächster Level. Und diesmal haben wir kein Leben verloren. Ist doch gut, oder? Das Gute ist, dass man den Flug noch steuern kann. Ich glaube, wenn man die Bomben in einer gewissen Reihenfolge einsammelt, dann hat man... Gucken, komme ich da dran? An das P? Ja, zack, zack, zack. Dann kann ich nämlich in aller Ruhe hier oben abräumen. Bam, 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 bam. Oder auch hier unten. Da war dumm. Wie zwei Spieler. Okay. Ja. Habe ich wohl irgendwie zwei Spieler gestartet? Wollte ich nicht, aber ist ja egal. Machen wir mal, ne? Wir tun es, als ob wir zwei Spieler sind. Ist ja jetzt nicht schlimm. Da ist das P. Bam. Hört sich jetzt aber gerade nicht aus, sondern ich sammle hier oben in aller Ruhe ein. Bam, 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 bam. Hoch.
gucken wir mal. Schaffe ich das hier? Der muss runterspringen. Dann kann ich nämlich hier in Ruhe einsammeln. Okay, dann machen wir mit Spieler 2 hier direkt weiter. Was soll's? B. Ich hab keine Ahnung, was das B ist. Aber da ist das P und das ist mir wesentlich sympathischer. So, Feuerknopf ein bisschen drücken, damit wir oben rumschweben. Zack, 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 zack. Kann ich nämlich hier in aller Ruhe einsammeln. Upp. Da ist noch mal ein P. Brauch dich nicht. Sind wir so in den nächsten Level rein. Ah. Was halt Profis sind, die schaffen das. Ja, so, Zetik Spektrum, die Grafik, das seht ihr hier schon, ist natürlich nicht spektakulär. Man erkennt aber alles, was man erkennen muss und das reicht ja auch schon. Viel mehr wollen wir ja nicht. So, komm hoch, da. Schade, ich wollte um die Ecke noch einsammeln, aber hat nicht geklappt. Ei, und direkt in den Gegner reingesprungen. Spiel 1. Nur noch eine Bombe. Pump, haben wir geschafft. Ja, ist doch gut. So nehmen wir einen Spieler zum Üben und den anderen dann und ernsthaft abzuräumen. Springt natürlich auch immer sehr gerne sehr hoch hier, ne? Pump. Blöp, 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 blöp. Schade, ich wollte die Ecke da oben nehmen. Hat nicht geklappt. Ah, direkt in die Arme reingesprungen. Aber schön. So kommen wir ein bisschen weiter jetzt hier. Wir sehen ein paar Level mehr vielleicht. Schauen, wie doof ich mich anstelle, ne? Da noch so eine andere Frage. Bam, bam, bam. Da die Bombe. Muss ich nur noch da oben hinkommen. Also da hinkommen ist das Problem nicht. Aber... da, die Ecke, die will ich noch. Pump, geschafft. So, weiter geht's. Ding, 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 ding. Tim, tim, tim. Oh. Ach, nee. Wie doof, wie doof, wie doof. Zack, zack. Guck mal da, P. Das nehmen wir mit. Das sind noch ein paar Punkte, die wir mitnehmen. Bam, bam. Oh. Nicht geklappt. So. Level haben wir ja vorhin schon gesehen. Dann machen wir jetzt mal hier direkt. Zack, zack, zack. Alles klar. So, wenn man hochfliegt und den Fire-Button drückt, dann stoppt er den Flug an der Stelle. So. Versuchen, der Rücken zu transportieren. Ja, hat geklappt. Gucken, ob ich das B... ja! Hier mal hinweg. Schwupp. Dann schweben wir hier ganz gemütlich runter, nehmen die letzte Bombe und dann geht es hier weiter in diesem Level. Pump, pump, pump. Hab ich nur. Und wie komme ich denn da oben hin? Gar nicht, oder was? Plump. Game over. Ein Leben haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch. Mal ob wir mit dem hier weiterkommen. Plump, 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 plump. Ah, Bonus mal 2. Jetzt muss ich irgendwie aber... ah! Ein Leben noch? Okay. Darüber kommen. Schwupp. So, jetzt sind wir hier auch in dem Level. Das jetzt gerade echt nicht. Aber ich komme da nicht ganz oben dran. Warum nicht? Okay. Oh! Ah, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, Game Over. Meine Herren. Okay, ist egal. Ich wollte es euch ja nur mal zeigen. Bombjack auf dem ZX Spektrum. Obwohl die Grafik jetzt natürlich ein bisschen einfacher gestaltet ist als für die anderen Systeme. Das ist trotzdem richtig Spaß hier.
Das war ehrlich gesagt auch das zweite Mal, erst da ich das Spiel hier auf dem ZX Spectrum gespielt habe. Naja, dafür war es doch gar nicht so verkehrt, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ihr hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo, was auch immer. Ich freue mich auch, von euch zu hören. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, bye bye, bis zum nächsten Video.